willkommen zur zweiten Folge Nostalgia. Heute sind wir in unserem wunderschönen neuen Studio. Und da ist auch schon der Martin. Hi Martin! Hallo! Ja, ich werde jetzt auch immer hier sitzen und Teil des Studios sein. Das ist aber auch meine einzige Aufgabe. Mehr möchte ich mit dieser ganzen Sache nichts zu tun haben. Okay, möchtest du mir trotzdem vielleicht sagen, worum es heute bei uns geht? Ausnahmsweise, aber auch nur, weil es irgendwie sehr offensichtlich zu sein scheint. Ich vermute mal, es könnte Final Fantasy X sein. Du liegst gar nicht so falsch. Es geht heute tatsächlich um Final Fantasy X und deswegen zeigen wir euch zuallererst einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt. Mats ab! Final Fantasy dürfte selbst Leuten ein Begriff sein, die absolut gar nichts mit Videospielen zu tun haben. Die wohl erfolgreichste Japano-RPG-Reihe umfasst mittlerweile 14 offizielle Teile und 8 Ableger. Unnötig zu erwähnen, dass Teil 15 bereits in der Mache ist. Ach ja, da wären ja noch die beiden Animationsfilme, die, nun ja, nicht jeden Geschmack treffen. Aber wurscht, darum soll es heute nicht gehen. Wir beschäftigen uns in dieser Folge Nostalgia mit Final Fantasy X. Don't you run away from me! Erschienen ist der 10. Titel aus dem Hause Square im Jahre 2002 und verkaufte sich knackige 8 Millionen Mal weltweit. Es war auch das bis dato erste Spiel der Reihe, bei dem Sprecher zum Einsatz kamen, Gesichter animiert und eine realistische Umgebung geschaffen wurden. Die vorgerenderten Hintergründe wurden in das Innere von Städten und Häusern sowie den Kampfbildschirm verbannt. Mit eurem Hauptcharakter Tidus zieht ihr durch die Spielwelt Spira, um ein magisches Monster namens Sin zu besiegen, das Spira regelmäßig heimsucht und mit Leichtigkeit ganze Gebiete auslöscht. Auf dieser Mission begleiten ihn das Medium Yuna, ihre Vertrauten Lulu und Kimari, Tidus Mentor Auron, die Albed Riku und der Blitzballspieler Waka. Every story must have an ending. Entgegen der Vorgänger setzt Final Fantasy X auf ein rundenbasiertes Kampfsystem, in dem ihr mit drei eurer Charaktere in einer Arena gegen plötzlich auftauchende Gegner und Bosse kämpft. Auch der übliche Fähigkeitenbaum wurde durch das sogenannte Sphero-Brett ersetzt, dessen Aufmachung ihr zu Beginn des Spiels auswählen könnt. Es ist einzigartig und für Neulinge auch erstmal etwas unübersichtlich, aber im Prinzip könnt ihr so die Stärken der einzelnen Charaktere individuell ausbauen. Charaktere mit magischen Fähigkeiten können beispielsweise richtig gute Kämpfer werden und umgekehrt. Gleiche Bedingungen für alle also. Final Fantasy X ist ein riesiger Mix aus einer abgefahrenen Story um Religion, technischen Fortschritt, Spiritualität und Toleranz. Und kreativen Designs mit viel Liebe zum Detail. Das und vieles mehr bequatsche ich jetzt erstmal ausführlich mit Martin. Das war Final Fantasy X so ein bisschen zusammengefasst in der Kurzversion. Martin, hast du es eigentlich damals selber auch gespielt? Auf jeden Fall. Es war tatsächlich sogar mein erstes Final Fantasy, da ich nie eine PlayStation 1 hatte damals als Kind. Und ja, deshalb war 10 mein Einstand und hat mich damals ganz schön mitgenommen, das Spiel. Ist schon also ich fand es schon toll. Ne? Ja. Ja. Gerade wenn das erste Final Fantasy ist, weil es ja auch so ein bisschen ein Umbruch war in der Final Fantasy-Reihe, weil zum ersten Mal hatte man wirklich animierte Gesichter zum Beispiel und eine interaktive Welt, also ohne feste Hintergründe, sondern man konnte halt wirklich durch die Welt durchgehen. Das war schon so eine Art Revolution, würde ich sagen. Was fandst du denn besonders gut an Final Fantasy X? Ich fand es tatsächlich sehr cool. Also ich glaube, das Schönste am Spiel ist für mich die Spielwelt gewesen, diese verschiedenen Gebiete zu erkunden. Ich fand es zwar ein bisschen schade, dass es so linear war, aber die einzelnen Gebiete waren halt so schön, dass ich mich trotzdem voll in dieser Welt wohlgefühlt habe und da einfach so reingefunden habe und dachte so, ja, das ist eine coole Fantasy-Welt und die möchte ich gerne erkunden. Also bei mir war es ungefähr, ich fand halt diesen Story-Mischmasch sehr interessant. Also es hat ja sehr, sehr viele Oberthemen, zum Beispiel Spiritualität ist ein großes Thema, durch diese ganzen Segnungen, die da immer stattfinden, durch Yuna, die ja ein Medium ist quasi. Dann hat auch Technologie und diese Angst vor Fortschritt spielt auch eine richtig große Rolle. Ich fand es halt echt cool, wie diese ganz verschiedenen Themen, die ja eigentlich immer noch gerade jetzt in Zeiten von Pegida und hast du nicht gesehen, immer noch aktuell sind und wie halt Final Fantasy das geschafft hat, in ein Spiel alles einfach rein zu portieren. Das stimmt, Rassismus spielt ja auch noch so ein bisschen eine Rolle mit Albed und so. Das ist eigentlich wirklich eine ganze Menge, was da drin steckt. Und das Ganze eben so verpackt, dass es nicht so mega offensichtlich ist und in die Fresse rein mit irgendeiner Botschaft, wo man sich denkt so, ja, ich hab's kapiert, sondern es ist halt einfach auf einer Meta-Ebene schwebt das so die ganze Zeit mit und ist irgendwie angenehm immer noch und halt nicht so mega offensichtlich. Ja, ich fand gerade die Albed fand ich irgendwie sehr interessant, weil man ja auch im Spiel
die Sprache nicht versteht. Das war super. Ja, man konnte die ja dann lernen. Die haben zwar Untertitel, aber das ist natürlich auch in Albed geschrieben. Genau. Und du musstest im Spiel dann verschiedene Lexika oder Bücher finden, die jeweils dann einen Buchstaben ersetzt haben. Und dann irgendwann konntest du so ansatzweise lesen, was die überhaupt sagen. Und das fand ich auch einen richtig geilen Move. Ja, auf die Idee muss man halt erstmal kommen, dass man so im Spiel eine Sprache lernen kann und dann halt auch andere Leute zu verstehen. Und das ist ja schon interessant teilweise, was die sagen. Und das ist echt eine richtig geile Idee gewesen einfach. Also es geht ja darum, dass man dieses Monster Sin besiegen muss. Und ich finde es halt interessant, dass Yuna quasi als Medium durch das ganze Land so eine Pilgerreise vollzieht mit ihrer Leibgarde. Und das halt der Weg ist, um dieses Monster, das immer auftaucht und alles zerstört, zu besiegen. Also im Prinzip sagt es ja, Religiosität und Spiritualität ist der Weg. So. Und das fand ich auch, das ist gewagt irgendwie, aber ich finde es ganz charmant gemacht auf jeden Fall. Aber was mich so richtig aufregt, sind ja diese verschiedenen Tempel, in die man immer rein muss, in den verschiedenen Ortschaften, um die Bestia zu beschwören, die einem ja dann im Kampf quasi weiterhelfen sollen. Und um die überhaupt zu erlangen, musst du immer so kleine Rätselpassagen durchqueren. Man versucht und versucht und irgendwann klappt es dann, aber man hat einfach nicht dieses befriedigende Gefühl, oh, jetzt habe ich das Rätsel gelöst, sondern denkst du einfach nur, oh, endlich ist dieser Scheiß vorbei. Ja, das ist, glaube ich, so der einzige Kritikpunkt, den ich überhaupt habe an Final Fantasy X, weil alles andere haben die wirklich gut gelöst, nur diese Rätsel werden halt irgendwann einfach unmenschlich. Ja, wie gesagt, bei mir ist das Einzige, was ich nicht so toll fand, eigentlich so diese Linearität so ein bisschen, aber passt natürlich auch zu der Pilgerreise. Und zum anderen Seymour. Ich fand Seymour mega ätzend. Als Bösewicht einfach, er kam immer wieder und du hast ihm schon dreimal aufs Maul gehauen, so richtig schön fertig gemacht. Und er kommt immer noch wieder und denkt, er wäre der Boss und wird dich fertig machen. Und es ist ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, das macht halt einen guten Bösewicht aus, so dass er halt, du kriegst halt so einen Hass auf ihn, ja, weil er dich halt schon erstens nervt und zweitens ist er halt einfach ein Arschloch so. Und dann, ich finde, die haben es schon ganz gut gemacht, so, gerade dass er immer wieder kommt, finde ich eigentlich nicht so schlecht. Aber seine Haare! Ja, ich weiß auch nicht, zu welchem Friseur er geht, auf jeden Fall sieht er ziemlich bescheuert aus, das stimmt. Der hat den miesesten Haarschnitt von allen Menschen. Es gab ja verschiedene Neuerungen, im Gegensatz zu den alten Final Fantasy Teilen. Zum einen das Kampfsystem, das haben sie ja ein bisschen überarbeitet. Es ist ja jetzt rundenbasiert. Genau, vorher war es ja so, dass man diesen Balken hatte, der so abgelaufen ist. Genau. Und dann musste man in der Zeit dann auch angreifen. Und jetzt ist es halt ganz einfach rundenbasiert und man hat dann so lange Zeit, wie man will für seinen Angriff. Ja. Wie findest du das? Findest du es besser als das? Ich finde es entspannter. Ja, ich auch. Also ich mag das lieber, weil ich einfach sagen kann, okay, was mache ich denn jetzt? Ich gehe mal meine Angriffe durch. Okay, ja, das wäre gleich ganz gut. Und dann mache ich das halt und nicht so, okay, jetzt schnell das und das. Ja, okay, so. Man hat einfach nicht so diesen Zeitdruck. Du bist auch, glaube ich, der erste Mensch, den ich das sagen höre. Ich bin nämlich auch stark für rundenbasierte Kampfsysteme, weil man hat halt diesen Taktikaspekt. So, man guckt sich erstmal die Situation an, dann wählt man erstmal aus, wen man überhaupt in den Kampf schickt. Dann guckt man mal, wie man angreift, wie stark der Gegner ist und so weiter. Also ich finde ich fand das auch in anderen Rollenspielen immer besser. Zum Beispiel bei, wo war das? Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Ja. Da war es genauso. Und ich habe das einfach geliebt, weil es so übersichtlich ist. So. Und ich bin auch so ein Mensch, der muss immer alles so schön ordentlich haben, wenn es um sowas geht. Und dann habe ich halt den vollen Durchblick und kann halt genau meine Taktik planen. Und deswegen pro Runden basiert. Es ist schade, dass es dann wieder abgeschafft wurde. Ja, also ich meine, ich mag auch Action-Kampfsysteme, also so richtige Action-Kampfsysteme, wo man wirklich halt quasi wie in einem Action-Spiel auch Knopfdruck-Attacken macht. Genau. Aber so dieses Zwischending ist nicht so meins. Genau, dieses Zwischending finde ich halt auch irgendwie eher suboptimal. Genau. Und was sie noch ausgetauscht haben, was es auch so nie wieder gab, ist das Sphärobrett. Das stimmt, ja. Martin, was ist das Sphärobrett? Ja, das Sphärobrett ist quasi der Weg, wie man auflevelt in diesem Spiel, wo man halt dann quasi über so ein Brett, fast bei so einem Brettspiel halt, anhand der Punkte, die man halt hat und die man in den Kämpfen verdient hat, halt unterschiedlich weit auf dem Brett gehen kann. Und dann muss man halt mit bestimmten Sphären, die halt dann auch immer zu den jeweiligen Feldern passen müssen, kann man dann die Felder aktivieren und dann bestimmte Fähigkeiten oder Boni auf Angriffspunkte, Lebenspunkte, Verteidigung und so weiter bekommen. Mhm. Und das Ganze ist halt relativ taktisch, weil man einfach wirklich sagen kann, okay, ich habe jetzt diesen Charakter und der ist eigentlich ein Magier, ich will den aber nicht als Magier spielen und dann ist es halt tatsächlich möglich, den so zu leveln, dass er eher so der Nahkämpfer wird und das ist schon ganz cool eigentlich. Aber ich muss sagen, dass ich mir sowas bei Rollenspielen mehr wünschen würde.
dass man so ein bisschen mehr Taktik beim Aufleveln hat und selber den Charakter halt formen kann. Ja, das ist auch wirklich besser, als wenn es einfach so komplett linear ist und der Charakter wird einfach nur besser. Ich meine, viele andere Spiele haben das ja so, dass man zumindest bestimmte Fähigkeiten wählen kann und dass man halt sagen kann, okay, ich möchte jetzt, dass der Charakter in Punkt A, B oder Z besser wird, also eben Angriff, Verteidigung, Willensstärke, Überreden, was weiß ich was. Das ist ganz cool, aber so ein Sphärobeit hat halt auch was, weil man halt wirklich taktisch gucken muss, okay, wo ist denn überhaupt das, was ich haben möchte? Ja. Ein Thema möchte ich unbedingt noch ansprechen, und zwar Final Fantasy X ist das erste Final Fantasy, was einen direkten Nachfolger bekommen hat, also Final Fantasy X-2. Hast du das gespielt? Und wenn ja, wie fandest du es? Ich habe nur ganz kurz gespielt. Ich fand die grundlegende Idee, dass man halt die Klamotten on the fly wechseln konnte, ziemlich cool, weil das einfach nochmal eine ganz andere Taktik ermöglicht hat. Man hat halt wirklich so gedacht, oh, gegen den Boss ist das und das effektiv. Und dann war man halt nicht gearscht und musste den letzten Speicherstand laden, sondern man konnte halt sagen, gut, dann wechsle ich zu dieser Klamotte und bin jetzt an diesen Kampf angepasst. Das ist ganz cool. Mir war es einfach zu girlyhaft, zu mädchenhaft. Richtig. Ich meine, allein schon, dass Yuna, die früher ein Medium war und sowas Mystisches hatte, auf einmal ein Popstar ist. Ich habe mich so an die Charaktere gewöhnt. Ich habe gelitten mit denen. Ich bin das ganze Spiel mit denen durchgewandert und habe mich so an die gewöhnt und habe die so lieb gewonnen. Und dann denke ich, geil, ein zweiter Teil. Und dann fange ich das an und sehe, dass Yuna jetzt in der Band ist und denke mir so, was zum Teufel? Nee, ich habe es halt sofort ausgemacht, wirklich. Ich habe ja jetzt auch, wie man hier sehen kann, die Remake-Version, das HD-Remake, und da ist Final Fantasy X-2 nochmal dabei. Vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance. Ich bin noch unentschlossen. Ja, ich glaube, ich möchte ihm eigentlich auch nochmal eine Chance geben, aber auf der anderen Seite gibt es so viele Rollenspiele, die ich noch spielen möchte, und die sind ja auch so zeitintensiv, dass ich glaube, Final Fantasy X-2 hat seine Chance bei mir verwirkt. Wir sind aber jetzt fast schon wieder am Ende angekommen. Noch kurz zum Spiel selber, Martin. Würdest du sagen, dass man Final Fantasy X heute noch spielen sollte? Wenn man es noch nicht gespielt hat? Ich finde schon. Es ist einfach die Story, die Welt, die sind schon wert, nochmal entdeckt zu werden. Gerade jetzt halt mit der HD-Neuauflage, neuem Glanz. Sieht auch wunderschön aus, ehrlich. Genau. Jetzt sieht es noch besser aus. Ich finde, hier sieht man es auch, dass es auf der PlayStation 2 noch gar nicht mal so scheiße aussieht. Nö, sieht immer noch ganz gut aus, aber halt in HD ist nochmal eine ganze Ecke besser. Und deswegen, ich finde schon, dass man dem Spiel heute nochmal eine Chance geben sollte und da reinschauen sollte, wenn man auf so japanische Rollenspiele steht und auch mit dem Kitsch klarkommt, der da ein bisschen mit drin steckt. Ja. Ich meine, kann ja nicht jeder mit spoilern, aber es gibt da so eine Szene, die ist schon sehr, sehr kitschig. Aber ich fand sie auch schön. Ja, kitschig und schön. Das ist so eine richtige Mädchenszene, wo ich so dachte, ah. Oh. Ich muss gestehen, ich dachte auch, ah. Oh. Alles klar, Martin, ja. So einer bist du. Ja. Okay. Also, ihr habt's gehört, ihr müsst Final Fantasy X unbedingt spielen. Egal, ob ihr es schon mal gespielt habt oder nicht, macht's einfach nochmal. Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr auf Hip-Hop steht und japanische Rollenspiele. Da gibt es einen Interpreten, der heißt Too Mellow, und der remixt Japano-RPGs mit Hip-Hop-Tracks. Zum Beispiel hat er Final Fantasy 3 bis 6 Tracks mit Wu-Tang Clan-Alben und Songs vermischt und auch Chrono Trigger und Jay-Z zusammengebracht. Und es ist einfach fantastisch. Ich habe die auf meinem Handy alle. Was es nicht alles gibt, ne? Und es ist so geil. Und ihr könnt euch das kostenlos runterladen. Die Links dazu findet ihr bei uns in der Beschreibung. Und ich würde sagen, ihr schaltet am besten nächste Woche wieder ein. Was gibt's nächste Woche? Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es geht weiterhin erstmal um die PlayStation und es wird etwas zu gewinnen geben. Und zwar etwas richtig, richtig Fettes. Na gut. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da habt ihr jetzt schon mal ein Argument, warum ihr auf jeden Fall einschalten müsst nächste Woche. Ansonsten viel Spaß und wir sehen uns dann hoffentlich. Macht's gut. Tschüss. Die neueste Folge Nostalgiga gibt es übrigens schon bei uns auf giga.de zu sehen. Diese Woche geht es da um die PlayStation 1. Genau, wir gehen so ein bisschen der Frage nach, warum die PlayStation 1 so erfolgreich war. Und im Zuge dessen hat uns Sony eine ganz besondere PlayStation 4 zur Verfügung gestellt, die ihr gewinnen könnt. Das ist eine streng limitierte Anniversary Edition, limitiert um genau zu sein auf 12.300 Stück. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Schaut hier unten, klickt auf den Link, da findet ihr alles Wissenswerte rund um das Gewinnspiel. Und als letztes natürlich unseren altbewährten Top-Montag, auch immer lohnenswert. Auf jeden Fall reinschauen.